Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit einer neuen Theorie und zwar, weshalb möchte die Weltregierung unbedingt Riesen erschaffen und wieso ist Kaidu unsterblich? Jetzt geht's los! Wir haben ja vor kurzem erst im Mary-Chiyo-See den Riesenstrohhut gesehen. Ein Strohhut, der so groß ist, dass ihn ein normaler Mensch nicht tragen könnte. Mittlerweile hat die Marine aber auch Riesen in ihren Reihen. Also könnte doch einer von ihnen den Strohhut tragen, wenn er so wichtig wäre oder irgendwelche Kräfte hätte, oder nicht? Aber möglicherweise können sie das nicht tun. Vielleicht gibt es einen bestimmten Faktor, den die Riesen von Elban nicht erfüllen. Dieser Faktor könnte in ihrer DNA liegen. Vielleicht haben die Ds eine bestimmte Mutation in ihrer DNA, die für diesen oder auch die anderen magischen Gegenstände, die möglicherweise in einer der Kammern liegen, benötigt wird. Da ist es natürlich praktisch, einen Wissenschaftler zu haben, der die Baupläne des Lebens untersucht und zum Teil sicherlich auch schon versteht. Vegapunk macht ja viele Experimente mit der Erschaffung von Riesen. Da Riesen einfach nie gut auf die Weltregierung zu sprechen waren, konnten sie nie den Hut in einen ausprobieren. Aber dank Mutter Karamell hat sich das Ganze geändert. Im Punk Hazard haben wir gesehen, wie viele Gefangene eingefroren sind. Einige von denen sehen extrem groß aus. Aber möglicherweise haben sie es nicht überlebt. Vielleicht verträgt sich einfach, wie gesagt, die DNA nicht. Genauso haben wir auf der Feuerhälfte von Punk Hazard einen riesigen Totenschädel gesehen mit Hörnern und Hauern. Das Ganze erinnerte mich gleich mal an Kaidu. Ist es möglich, dass auch Kaidu ein Experiment von Vegapunk war? Zuerst einmal haben wir seine Narbe. Nichts auf der Welt kann ihm eigentlich etwas anhaben. Stricke reißen, Guillotinen zerbrechen, genauso wie Schwerter und Speere. Aber durch irgendetwas muss er diese riesige Narbe ja bekommen haben. Ich denke, dass diese Narbe aus der Zeit stammt, wo er noch nicht unbesiegbar war. Wir wissen ja, dass er 7-mal besiegt wurde, von der Marine 18-mal gefangen wurde und unzählige Male gefoltert wurde. Wie wir wissen und wie wir es auf Punk Hazard gesehen haben, nutzt Vegapunk gerne Gefangene aus Impeldown für seine Experimente. So könnte es möglicherweise auch bei Kaidu gewesen sein, denn wie gesagt, 18 Mal wurde er von der Marine gefangen. Wenn wir uns die Narbe anschauen, sieht sie genauso aus wie die Narbe auf Ruffys Bauch. Ist dies ein Indiz dafür, dass Akaino Kaidu diese Wunde zugefügt hat, als er noch nicht unsterblich war? Law sagte einmal, dass die Weltregierung schon seit hunderten von Jahren versucht, Riesen zu erschaffen. Auch in dem Panel, wo er genau das sagt, sehen wir einen Riesen mit Hörnern, ähnlich Kaidu. Und Kaidu könnte DNA von Oz beinhalten. Gerade mit den Hörnern ähnelt er eben diesen. Wie wir wissen, war Oz für viele, viele Jahre im Eis eingefroren, bis Gecko Moria ihn sich geschnappt hat. Aber es ist doch wohl eher unwahrscheinlich, dass vor Gecko Moria diesen Riesen nie jemand entdeckt hat. Vielleicht hatte die Weltregierung ihn entdeckt und seine eingefrorene DNA benutzt, um so Riesen zu züchten. Ich meine, es liegt ja sehr nahe, will man einen Riesen machen, benutzt man DNA von einem Riesen. Doch die normalen menschlichen Körper bzw. die menschliche DNA verträgt sich nicht mit der DNA eines Riesen, weswegen diese Experimente nicht lange lebensfähig waren. Doch wieso lebt dann eigentlich Kaidu? Die erste Variante wäre, dass Big Mom ihm Lebensjahre durch die Seelen gab. Dies ist aber fragwürdig aufgrund einer Sache. Wir wissen, dass sie Lebensjahre wegnehmen kann. Also man verliert Jahre, die man normalerweise leben würde, unter natürlichen Umständen. Aber trotz dessen könnte man doch sicherlich auch noch früher sterben. Zum Beispiel, wenn man einen Unfall hat. Kaidu ist aber scheinbar nicht nur unsterblich aufgrund eines natürlichen Todes, sondern auch immun gegen jegliche Art von Gewalt. Das würde also nicht zur Seelenfrucht passen, da diese nicht unsterblich, also unverletzbar in dem Sinne macht, sondern nur Lebensjahre dazu gibt. Aber man dennoch zum Beispiel durch einen Schwerthieb früher sterben könnte, als die Seelenfrucht es so sagt mit den Lebensjahren. Es gibt aber eine weitere Methode. Und zwar die OP-OP-Nomie. Nach unzähligen Fehlversuchen, Riesen zu erschaffen über Jahrhunderte hinweg, gab es einen Arzt, der die OP-OP-Nomie besaß und dadurch unmögliche Operationen durchführen konnte. Dies sagte Drakes Vater zu ihm. Er wurde damit beauftragt, Kaidos Vitalzeichen zu überblicken und ihn am Leben zu erhalten. Doch die Experimente sind so fatal, dass dem Arzt, der einen Eid leistete, wie ihn Ärzte nun mal leisten, allen zu helfen und zu heilen, dass ihm nur noch eine Wahl blieb, damit Kaidu nicht stirbt. Und zwar nutzte er die OP-OP-Nomie, um Kaidu letzten Endes unsterblich zu machen, mit seiner Fähigkeit, The Eternal Youth. Ab diesem Zeitpunkt war Kaidu unsterblich.
und das einzige geglückte Experiment der Weltregierung. Deshalb ist die Weltregierung auch so hinter der OP-OP-Nomi her. Die Weltregierung machte ihn natürlich auch unmenschlich stark und die DNA der Riesen setzte dem Ganzen noch einen oben drauf. Das Ganze könnte auch Kaidos Art erklären und warum er sterben möchte. Er möchte nicht als Experiment der Weltregierung weiterleben. Und jemand wie Kaido, der sicherlich ein stolzer Charakter ist, kann nicht damit leben, dass sein Leben von jemand anderem gerettet wurde und das auch noch unter den Tod jener Person. Diese Schuld und diese Schande gleichzeitig treibt ihn in den Alkohol und den Suizid. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und haut rein. Ciao.